Die Liebesgeschichte von Anna und Gerald Heiser begann 2017 bei Bauer sucht Frau. In der 13. Staffel der RTL-Kuppelshow lernten sich der Landwirt und die gebürtige Polin kennen und lieben. Für ihre große Liebe wagte Anna sogar einen mutigen Schritt und wanderte nach Südafrika aus. Ein Jahr später krönten sie ihre Liebe mit einer Hochzeit und 2021 kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt, Leon. Ob der Kleine wohl noch ein Geschwisterchen bekommt? In letzter Zeit häuften sich bei der Frau von Bauer Gerald die Anzeichen für eine weitere Schwangerschaft. Diese Woche suchte sie schließlich einen Arzt auf, um Gewissheit zu erlangen, ist Anna Heiser zum zweiten Mal schwanger. Von ihren Beschwerden berichtete die 31-Jährige auch ihrer Community. Sie fühle sich seit einigen Wochen unwohl, erzählte sie in ihrer Instagram-Story und führte aus, dass sie an Übelkeit leide und seit gestern auch an Bauchkrämpfen. Es gab jedoch noch einen weiteren Grund, warum Anna glaubte, schwanger zu sein. Hinzu kommt, dass ich seit einer Woche überfällig bin. Allerdings stellte sich diese Vermutung schnell als falsch heraus. Ich habe Schwangerschaftstests gemacht und die waren alle negativ, berichtete sie weiter. Zur Sicherheit hätte sie noch einen Test beim Arzt durchführen lassen und der sei auch negativ ausgefallen. Ich bin also eindeutig nicht schwanger. Die Frage ist jetzt nur, woher hab ich den Scheiß, fragte sich die Wahlsüdafrikanerin erschöpft, vielleicht hatte die Ex-Bauer-Sucht-Frau-Kandidatin einfach zu viel Stress. Ihr Sohn Leon feierte diese Woche seinen ersten Geburtstag. Und dafür legte sich Anna ganz schön ins Zeug, organisierte eine Geburtstagsfeier, bastelte und kochte, um alles perfekt zu machen. Darüber hinaus ist es in Namibia nicht leicht, immer alle Sachen zu beschaffen. So berichtete sie in einer Instagram-Story, ich bin heute mal eben 400 Kilometer gefahren. 200 hin und 200 zurück, um Lebensmittel für Leons Geburtstagsfeier zu besorgen. So ist das Leben in Namibia, inzwischen geht es der jungen Mutter aber glücklicherweise wieder etwas besser, mir ist nur etwas schwindelig, aber es geht, so Anna am Freitag auf der Foto- und Videoplattform.